Warte mal, erstmal am Anfang tanzen. So. Nee, das ist das Am Falsche. Anfang Tanzen, tanzen, so. ihre Party gemacht. Yo, ho, ho, So, was geht ab, ihr Alter. geilen Clubschießer? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Destiny, diesmal im Multiplayer. Und ich bin nicht alleine. Kannst du mal Hallo sagen? Oh, shit. Jo, hi, hi, hi. Führung übernommen, Sicherung So. eingesammelt. Jetzt nach links, Achtung, hinter dem Auto. Warte mal. Oh, Alter. shit, Alter, was kommt da alles angeflogen? Oh, Du shit. Sackrabbe, du. Also, wir Aber spielen Sache. Vorherrschaft, der neue Modus. Man muss Gegner töten und 6 gegen irgendein 6. Signal, Signum, Sig, Sigma, Dana, Mana, Sigma Gabriel muss man aufnehmen. So, Nie die jawohl. Kriegsmedaille einsammeln. Boah. Alter, ich hab dir jetzt schon drei Assists Mann, gegeben. ey. Also, ich hab drei Assists von Hey, dir dafür, gekriegt. dass meine Waffen So. nur halb so stark sind, rotze ich die hier gerade echt ordentlich weg. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist. Eigentlich sind die ja immer angepasst vom Level her. Also, dass keiner extra mehr Damage macht. Oh, Sigma! Oh, nee, Signum, so heißt das Ding. Also, eigentlich ist das ja nur Sigma, das im. war einer aus Mega Man. Ich glaube, das Spiel kennst du gar nicht, so jung wie du bist. Mir sagt der Name was, ja, aber ich hab's nie gespielt. Ja, siehst du, das spielen nur die alten Leute. Die ganz alten. So, aua, scheiße. Ja. Jetzt pass doch mal auf beim Sterben hier. Pass mal auf beim Sterben. Also ich blick noch nicht so ganz durch, ist ein bisschen verwirrend gerade noch, aber man muss Gegner töten und irgendeinen Scheiß aufnehmen. In den Rücken, du dumme, nette Person, du, ey. Und wenn man stirbt, dann lässt man irgendwas Feines fallen. Ja, das ist wie. Du kennst doch bei der Armee, da hatte man noch diese Signifikationsmarken. Meinst die Dogtags? Ja, genau. Ja. Und das Signum ist eigentlich nichts anderes als die Dogtags. Ach so, also quasi wie bei COD Abschuss bestätigt. Alles klar. Keine Schimpfwörter in den Mund nehmen. COD ist kein Spiel. Ey, ich spiel gerne COD. So, aua! Oh shit. Signum geklaut. Kill Credit plus 1. Alles klar. Noch ein Signum. Ich klaue hier gerade Loot. Oh, mach das mal. Ist ja auch Ja, wichtig, ja. sonst gewinnen wir nicht. Nein! So, Du erstmal meine goldene dämliches! Kanone rausholen. Das sage ich auch immer im Bett. Ach, scheiße. Oh, ich hasse PvP. Ich werde da immer so leicht fröhlich. Ja, vorhin in Destiny ist PvP ein bisschen schwierig von der Steuerung her. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann geht das eigentlich. Okay, er sammelt wieder alles ein, was da so rumliegt. Oh. Natürlich. So, ich sammle auch mal. Du dämlicher Arsch mit Ohren. Läuft bei dir gut? Ah. Läuft bei dir gut. Nicht läuft gut bei dir, sondern läuft bei dir Nein. gut. Ja, genau. Läuft, ne? Sitzt, wackelt und läuft. Deutsch kann Nee, ich ich bin auch. Fünfter gerade, aber unser Team ist Erster und das ist das Wichtigste, du dämlicher Titanarmleuchter. So, einfach mal wegpisseln hier alle. Fickt euch. Ganz ehrlich, das Wichtigste für mich ist, dass ich aus diesem ersten Run, ne, erstmal Ausrüstung kriege. Weil meine Waffe ist alles noch, einmal Waffe, Ausrüstung, alles, was dazu gehört, ist alles noch aus dem ersten Jahr. Aber Aber. alles auf Maximum trainiert. Ach so. Penner. Nicht du andere Penner. Oh, ein unsichtbarer Fuck. Ein toter Fuck. So, da wollen wir mal gucken, was kann man hier denn noch so machen? Sag mal, ich habe eine Vermutung, aber wie bist du auf den Namen Redfield gekommen? In deinem Namen drin? Hat mehrere Gründe. Hat mehrere Gründe. Erstmal sehr viel Resident Evil gespielt, sehr viel Resident Evil gelesen. Ja, okay, gut, dann lag ich richtig. Und eigentlich ist das Redfield anders entstanden, weil ich Oh. gerne mal eine Runde Poker spiele und die schlechte Angewohnheit habe, dass ich gerne einen Tisch
immer im Schlachtfeld hinterlasse. Das heißt, wenn ich Poker spiele, sitze ich manchmal echt 2, 3 Stunden an einem Tisch, ne? Bis ich dann mal eine Runde Karten lege und meistens sind dann alle sauer auf mich, weil ich einmal den ganzen Tisch abgeräumt habe. Ja, Und gut. komischerweise gelingt mir das immer nur mit roten Karten auf der Rand. Deswegen rotes Feld. Aber ja, Ah, ich spiele auch okay. Resident Evil. Ja, Resident Evil Fan bin ich auch. Also, das war auch meine Vermutung, dass das daher kommt. Oh, jetzt geht hier gerade aber meine Übertragungskamera gerade in den Keller, du. Oh, nicht gut. Ich höre nur noch Rauschen. Okay, der ist auch weg. Jawohl, Dreifachkill, Alter. So läuft es. Einfach mal wegrasiert hier. Ich habe von meinem Charakter überhaupt nicht mehr die Superkräfte im Griff, wollte ich gerade mal sagen. Er hat sich nicht unter Kontrolle. Er ist nicht gut. So, weg damit. Das war klar. Raketenwerfer. Alter, wie viele Sachen Ernsthaft? hier rumliegen. Ja, ich habe gerade ein bisschen Bumm gemacht. Alter Vater, ich glaube, ich habe gerade 90.000 Sachen aufgenommen, oder war? Du, unser Bravo-Team führt mit 120 Einheiten. Das tun wir nicht ohne Grund. Oh ja, es läuft. Nein! Oh, wo ist er? Oh, wo ist er? Verwirrung. Ey Ming, wo bist du? Scheiße. Uff. Jawohl, ich spawn einfach direkt vor zwei Gegnern. Wollt ihr mich am Arsch lecken oder was? Na, 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 na. Mit neuen YouTube-Richtlinien geht das aber nicht mehr, ne? Was? Warum? Ja, die neuen Richtlinien, die jetzt bald rauskommen sollen. Wie war das? Die Amis dürfen nicht mehr fluchen, nicht mehr schimpfen, keine Brüste mehr zeigen. Adios, Katja Krasavitsch, sagt mir da eben so gerade mal, ne? Ja. Ausgetagt. Wäre doch Zeit. Das war gerade. Was? Wäre doch Zeit, dass sie wegkommt. Die ist einfach nur nervig. Schlimm genug, dass du sie kennst und dass du sie guckst. Nee, gucken tue ich sie auf keinen Fall. Aber leider kennt man sie. So, Alter, wo sind die Ach denn so, ich hier? habe noch eine Pistole. Aber als ob man keine Beleidigung mehr sagen darf. Also wenn du zu oft fuck, 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 fuck sagst, dann geht das alles nur noch piep und raus bist du. Wie wollen die das denn kontrollieren? Die kriegen ja nicht mal hin, gewisse Videos nicht auf YouTube zu zeigen. Auch das dauert. Also ich habe jetzt gerade ein Video monetarisiert gehabt, das hat fast eine Woche gedauert, bis sie gesagt haben, Scheiße. oh, da ist was in den Videos drin, was wir jetzt rausnehmen. What the fuck, was hast du denn für ein Video hochgeladen? Da war in Minute 18,47 bis Minute 18,59, glaube ich, irgendwelche Schimpfwörter drin. Ich sage eigentlich fast Wow. nur Schimpfwörter immer. Also, das kriegen die hier gar nicht durchgesetzt. Ich meine, wie viele Leute schimpfen, wenn sie zocken? Du, das Ganze ist so schwammig formuliert, dass es dauert, bis sie das Ganze überhaupt irgendwie durchgesetzt haben. Na? Ja, auch diese. Ich meine, guck dir mal Elotrix an, der ist ja direkt weg. Der sagt ja nichts anderes. Direkten Abgang. Die wollten ja auch irgendwie jetzt, dass man Shooter-Spiele nicht mehr monetarisieren kann. Das kriegen die auch niemals durch. Niemals. Oh, die machen sich selber, doch ganz ehrlich, die machen sich selber kaputt. Da brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen, das kriegen die hin. Nee, nee, nee. Da werden genügend YouTuber sein. Ich meine, guck dir mal an, wie viele YouTuber es gibt, die fast nur Shooter spielen oder nur Shooter spielen. Ja, und? Verdienen dann ja alle nichts mehr. Natürlich, die müssen sich nur mit den Publishern direkt in Verbindung setzen und von denen das Geld beziehen. Dafür, dass die dann 27 Mal die Woche das gleiche Video hochladen. Na, ich Das glaube nicht, nennt sich auch dass Freiheitsentzug. da wird sich da werden sich die Publisher auch selbst reinschalten, die Spieleentwickler und alles, dass die das Ganz schön ehrlich, so das ist lassen wie in der auf deutschen YouTube. Politik, ne? Das ist wie in der deutschen Politik.
Wenn du darüber schon im Video anfängst zu reden, hast du schon verloren. Dann wirst du schon ausgepiept. Scheiße, gut, das Video läuft noch. Ich mache hier einen Cut. Ich bin weg. Tschüss. Tschüss. Und wieder zurück.